Jetzt verlasse ich wieder den Bahnhof von Biglen. Ist leider kein Zug gekommen in der Zwischenzeit. Ich habe mich jetzt ein bisschen verpflegt. Und jetzt geht es in diese Richtung weiter. Da vorne auf den Bahnübergang. Und das nächste Dorf, das ich streife, ist Walkringen. Und da drüben sieht man noch die schöne Kirche. Leider ein bisschen zu weit weg für mich jetzt. Weil ich habe doch heute ziemlich viele Kilometer zu machen. Da vorne sieht man das Schloss, Schloss Wiel. Und ich zweige jetzt da vorne diesem kleinen Baum rechts ab und gehe da wieder runter. In diese Richtung da. Das sind drei Lustige da. Aber diese riesigen Hörner, die die haben, da muss man schon fast Angst bekommen. Also ich traute mich jetzt, ohne den Besitzer zu fragen, nicht in die Nähe von diesen Tieren. Von da hinten oben, von da, bin ich jetzt runtergekommen und da hier unten ist die Bigler Buddy. Da sind wir oft mit der Schule baden gegangen. Und ich gehe jetzt hier hinten durch. Da nochmals einen Blick nach Biglen. Und da hier ganz oben da war ich. Und da hinter diesem kleinen Hügel ist Großerstetten. Da unten ist es jetzt eindeutig kühler als oben. Und die Sicht, die Fernsicht ist auch nicht mehr so gut. Da habe ich jetzt einen Naturweg und auch einen von den letzten Aufstiegen, kurz aber nicht streng. Und gegen den Schluss habe ich nochmals einen Aufstieg. Ja, Biglen. Und da unten ist die Bahnlinie. Einen letzten Blick nach Biglen. Jetzt mache ich da einen großen Bogen. Geht jetzt da hier runter durch dieses Tal da Richtung Walkringen und weiter geht es nach Hasle-Rüegsau, Burgdorf oder dann kann man in Hasle-Rüegsau auch abzweigen und Richtung Langnau fahren. Und auf diese Seite geht es Richtung Worb. Da vorne, das große Gebäude, ist das Rütti-Hubbel-Bad. Weiterum auch bekannt. Und da unten diese paar Häuser, das ist schon von Walkringen. So sehen glückliche Schweine aus. Die können da sich herumtollen. Riesiges Gelände
die zur Verfügung haben. Und fast schon alles umgepflügt. Jetzt kommt gerade ein Zug hoch. Da hier überquere ich jetzt zum ersten Mal den Biglenbach. Es ist ungefähr ein 20 Kilometer langer Bach und fließt bei Haslerjöksau in die Emme. Hier gibt es noch ein Kuriosum. Da wird der Biglenbach getrennt. Ein Teil fließt da Richtung Worb und der rechte Teil fließt hier Richtung Walkringen und dann bei Haslerjöksau in die Emme. Und der andere Bach, der da Richtung Worb fließt, der kommt kurz nach Bern schon in die Aare. Ein künstlich angelegter Kanal. Und da vorne ist noch ein Storch. Da ist er am Stolzieren. Von da weg folge ich jetzt ein kleines Stück noch dem Kanal, dem Bach nach Worb, bevor ich dann abzweige und Richtung Walkringen laufe. Rüttihubelbad ist auch schon in der Nähe, wobei ich werde es auch nur streifen. Liebe Wanderinnen und Wanderer, jetzt bin ich auf einem See. Seht ihr das Wasser? Ist alles voll. Ich kann über Wasser gehen. Glaubt ihr mir nicht? Habt ihr das Gefühl, dass ich spinne? Habt ihr das vorherige Bild nicht gelesen, was dort drauf stand? Dass hier noch im Mittelalter ein See war. So, jetzt glaubt ihr mir, dass ich auf Wasser gehe. Nur, leider, ja, ist der See verschwunden. Ja, damals war das ein riesiger See. Und da vorne sieht man jetzt Walkringen. Ich wusste auch nicht, dass der Tellebach-Karri da in Walkringen geboren ist. Übrigens hat der auch am selben Tag Geburtstag wie ich. Die, wo den Tellebach-Karri nicht kennen, das war ein sehr berühmtes Berner, also Stadt-Berner Original. Es gibt auch sogar einen Film über ihn. Und seinen Lebenslauf könnt ihr auf dem vorrangigen Foto noch lesen. Übrigens,
auch hier in dieser Ebene wurde früher Dorf abgebaut. Da noch einen Blick Richtung Enkistein. Da kommt jetzt der Biglenbach wieder runter. Und jetzt folge ich dem ein ziemlich langes Stück. Und da unten schon Walkringen. Da kommt gerade ein Zug zum Vorschein. Der fährt Richtung Konolfingen-Thun. In diesem Haus, da direkt vor uns, war eine der ersten Hundefutterfabrikanten der Schweiz. Da vorne der Bahnhof mit der schönen Kirche. Und da auf diesem Hügel oben stand früher mal noch eine Burg. Es ist jetzt doch recht warm geworden. Heute Morgen war es noch sehr kühl. Und jetzt gerade wieder das pure Gegenteil. Für jetzt habe ich mich natürlich zu warm angezogen. Aber es geht ja jetzt nicht mehr so weit, bin ich schon an meinem Ziel. Walkringen ein bisschen von einer anderen Seite. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Heute Morgen habe ich euch die Hammeck gezeigt. Die wäre jetzt da hier oben, nur von der anderen Seite her. Bin ich da wieder ein bisschen hochgestiegen und jetzt geht es gleich wieder runter. Da ist der Biglenbach wirklich nur so ein Rinnsal. Walkringen und das da, da wurde sicher der Biglenbach ein bisschen renaturiert und sieht doch jetzt so viel schöner aus, als wenn er so in einem Kanal fließen würde. Da oben sieht man Walkringen und irgendwo da, in dieser Gegend, muss der See aufgehört haben. Weil da wird es wieder enger und da war die Sperre vom Gestein vom Gletscher. Muss irgendwo da hier unten gewesen sein. Wahrscheinlich hier gerade. Da sieht man gut, wie der Biglenbach wieder schneller fließt. Dass da das Gefälle wieder größer geworden ist. Und nochmal einen Blick nach Walkringen. Da noch weit am Hang oben hat es Häuser. Wahnsinnig. Da nochmal einen Rundumblick. Walkringen ist schon weit, weit, weit hinten. Und dort schaut noch das Stockhorn hinaus. Da schon die ersten Frühlingsblumen. Ich glaube, das sind Winterlinge. Und da hat es eine schöne Bank. Und da mache ich jetzt eine kurze Pause.
Da ist ganz eine schöne Stelle. Da bin ich noch an einem Seitenbach. Und da drüben sind die Bahngeleise. Und da bin ich wirklich in einem engen Tal mit ganz steilen Seitenhügeln. So wie das Emmental eben ist, mit seinen verschiedenen Facetten. Da überquere ich jetzt auch einen kleinen Bach. Und da wälzt sich am Boden ein Pony. Da habe ich jetzt den Bahnhof von Biggenthal, das ist ein kleines Dorf, erreicht. Und jetzt kommt noch ein Zug. Da warten wir jetzt noch drauf. Der muss von dieser Richtung kommen. Und schon kommt der. Schaut mal, diesen riesen Löwenzahn. Das ist auch noch interessant, mit alten Velonummern. Jetzt bin ich ganz wenig wieder hochgestiegen. Da sind noch die letzten Häuser von Biggenthal. Jetzt da schon wieder runter, noch ein wieder hoch und da ist noch ein Blick zurück. Da oben, wo die Sonne noch nicht hingekommen ist, ist noch ein Reif. Man sieht also, letzte Nacht war es doch ziemlich kalt. Übrigens, da oben wäre es auch ganz schön zum Wandern. Kaum bin ich ganz im Tal unten, geht schon wieder hoch. Da bin ich jetzt wieder auf einem nicht offiziellen Weg. Also Wanderweg, den habe ich einfach jetzt ausgewählt, dass ich nicht alles auf der Straße gehen muss. Da sieht man jetzt wieder schön ins Tal runter. Ich habe doch da wieder ziemlich Höhe erreicht. Da unten ist eine ziemlich große Anlage. Und der Wanderweg, den ich jetzt nehme, einen inoffiziellen, der führt mich jetzt hier am Wald entlang. Da ist wieder ein fürchterlicher Graben da. Ist doch alles gefroren. Und es ist da oben doch recht kalt. Und da kommt manchmal, so wie das aussieht, auch sehr viel Wasser runter. Und ich muss jetzt da hoch und dann irgendwo da oben durch den Wald. Jetzt
bin ich von da unten hochgestiegen. Wow. Da ist noch ein anstrengender da. Und jetzt macht der Weg hier oben einen leichten Bogen. Irgendjemand hat mir hier eine Tanne in die Quere gelegt. Wenn ich den erwische, mache ich auch Kleinholz aus dem. Schaut mal, wie steil das da runter geht. Da soll ich jetzt runter. Aber ich möchte ja nicht oben übernachten. Und zum Glück hat es keinen Schnee. Jetzt habe ich da vorne die große Straße und die Bahngleise wieder überquert. Und da hier den Biglebach. Und dem kann ich jetzt doch ein ziemlich langes Stück folgen. Das da hier oben ist Obergommerkinden und das da hier ist Untergommerkinden. Und wir können da jetzt ein bisschen der Bahn entlang wandern. Da wieder talaufwärts. Ziemlich dunstig. Talabwärts ist es besser. Jetzt überquere ich da schon wieder den Biglenbach. Da vorne ist schon Schaffhausen im Emmental. Und nicht Schaffhausen am Rheinfall. Man schreibt das auch ein bisschen anders. Aber es wird oft verwechselt. Und es ist wieder so schöne Stimmung. An diesem Wald entlang geht jetzt der offizielle Wanderweg. Der kommt irgendwie von da oben runter. Und ich bin jetzt da alles dem Biglenbach entlang gewandert und da kommt der offizielle Wanderweg in den Weg rein, wo ich jetzt unterwegs war, und ich überquere da jetzt zum zweitletzten Mal noch den Biglenbach und da vorne der Bahnhof von Schaffhausen im Emmental. Da gibt es stattliche Bauernhäuser, wie es oft im Emmental der Fall ist. Und da hinten noch der Bahnhof. Und ich zweige da jetzt wieder nach rechts ab. Und nehme den letzten Aufstieg für heute in Angriff. Biglen, 3 Stunden 20, Hammeck 2 Stunden. Und ich gehe jetzt noch nach Lützelflüh-Goldbach, da sind 50 Minuten angegeben. Und bin da jetzt auch wieder auf dem Trans-Swiss Trail. So, da vorne werden wir jetzt dann für heute den
Billenbach zum letzten Mal überqueren und er fließt dann noch weiter Richtung Haslerüegsau. Und ich gehe jetzt von da hier direkt zu mir nach Hause. Übrigens bin ich schon in meiner Wohngemeinde. Das da ist der Biglenbach aufwärts. Und da hier abwärts. Tschüss. War schön, dir zu folgen. Ja, das gibt zum Abschluss nochmals einen saftigen Aufstieg. Und zwar hier hoch muss ich noch. Dafür wird es sicher wieder eine schöne Aussicht von dort oben geben. Ja, da ist mein Wohnort schon angeschrieben. Goldbach, 2 Kilometer. Ich habe jetzt aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Und da vorne die markante Linde dort oben. Ha. Jetzt wollen die mich wirklich hier noch hochschicken. Oh. Was denken die eigentlich? Nach so vielen Kilometern nochmals hochwandern und noch so steil. Aber auch das schaffe ich. Jetzt bin ich da diesen steilen Weg hochgekraxelt. Und gehe da noch weiter hoch. Die Aussicht, die ist schon jetzt sehr schön. Jetzt sieht man schon sehr schön ins Land hinaus. Da oben ist Hasle, diese Häuser, und das unten ist schon von Rüegsau. Und Oberburg sieht man und Burgdorf, die Stadtkirche noch, und am Horizont hinten der Jura. Jetzt habe ich doch wieder einen Punkt erreicht. Ich glaube, es geht jetzt nicht mehr weiter hoch. Mit doch einer sehr schönen Aussicht. Es hat sich, glaube ich, gelohnt. Oh. Ja, so eine Gegend, wo ich oft bin, da unten, aber von da oben habe ich es jetzt noch nie gesehen. Und da durch dieses Tal bin ich jetzt runtergewandert. Also durch das linke, nicht rechte. Nochmals einen Blick Richtung Haslerüegsau und Oberburg. Und da unten sehe ich jetzt
mein Wohnort. Ganz hinten Lützelflü und vorne dran Goldbach. Da, wo ich wohne. Oh, schön. Nicht mehr weit. Jetzt bin ich in Goldbach-Bigl. Ist auch noch ein schönes Tal. Jetzt geht es da der Straße entlang Richtung Goldbach. Goldbach, 1 Kilometer. Und da vorne ist es in Sicht. Ich glaube, das sollte ich schon noch schaffen. Jetzt bin ich da, an diesem Hügel da oben gewesen. Da oben, da. Da noch einmal eine Aufnahme über die große, weite Fläche. Auch das gibt es im Emmental. Und da ganz hinten, die höheren Hügel, haben alle noch Schnee. Da sieht man jetzt schön auf Lützelflü Goldbach runter. Es fährt gerade ein Zug ab. Und da hier oben fängt jetzt Goldbach, mein Wohnort, an. Und da hier, geradeaus, da hinten, da ist das Schloss Drachselwald, hinter den Bäumen leicht versteckt. Und noch der Zug da unten. Jetzt geht der Wanderweg da eine ziemlich steile Treppe runter. Noch ziemlich lange. Die muss auch noch reklamieren da. Da überquere ich jetzt den Goldbach. Der kommt von dort, wo ich heute Morgen gestartet bin. Jetzt geht es noch Richtung Bahnhof, wo ich dann meine Wanderung beende. Ich danke, dass ihr mich begleitet habt und wünsche noch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Wanderung.